Und hier ist wieder Jan, Sinnersaix und, ja. Gehen wir mal zur Bühne. Ich darf noch nicht auf die Bühne. Ich kann noch nicht auf die Horror Bühne. Für einen Künstler wie mich. Ja, nee, ist klar. Gut, die Bastion Brothers haben alle Türen offen gelassen. Dann machen wir uns mal dran und durchschreiten die Pforten der Sendung. Der Relefant hat sich eingeschlossen. Diese Tür ist irrelevant. Reden ist Silber, woanders draufklicken ist Gold. Ein Poster. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Ach du Scheiße. Manche sind so echt böse. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Was ist das für ein scheiß Kabel da? Kann nichts machen, nur Hintergrund. Ruf aus. Hier moderiere ich die Neuauflage von Wetten, dass... Diese Pflanzen werden mit den Tränen der... Ponyboxen mit Jürgen Domian. Ich spiele bei Bramen schon. Das bleibt schön hier. So, gerade Ruf von Adi. Das ist die Garderobe von Adi, direkt neben meiner. Zufall? Hat sich eingebunkert. Das ist mein Office. Meins. Meine Garderobe. Dann haben wir hier noch die Poster, wie wir noch angucken. Beats in Kies, das war geil. Das bleibt... Na, komm schon. Hier haben wir Joko und Klaas schon mal beim Spionieren erwischt. Say what? Okay. Geh in dein Büro, Mann. Okay. Jan, hier fehlen die Lichterketten noch. Hier ist es schon warm genug. Meine Moncler-Jacke, gefüllt mit K1s Echthaar. Autsch. Cola ist mein Schmusi. Aber sagt bloß keinem, dass ich gar keinen Glump, Trademark, trinke. Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauche nur noch was zum Öffnen. Ach du Scheiße, das auch noch. Manager-Spielzeug. Das sind meine Eier aus Stahl. Jetzt nicht. Microsoft, das Apple des kleinen Mannes. Ach du Scheiße. Au! Böse. Man sieht, sie sind immer auf top aktuellsten Stand. Oh, Scheiße. Warum kein Amiga? What the fuck, Mann? Stark. Er läuft schon. Microsoft, das Apple des kleinen Mannes. Also, jetzt kann er nicht mehr das. Sieht aus wie Marco. Schön, mal ein anderes Wenn Windows. Die Sonne kommt, muss ich aber zuziehen. Wegen des Tins. Say what? Rudi Carell. Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Ist wie zu Hause. Don't drink and... Das bleibt schön. Oh Mann, ne. Adi-Action-Figur. Die Adi-Action-Figur. Mit Action kannte der sicher aus. Arm rauf, Arm runter, Arm rauf. Ach, das wird nie langweilig. Kann ich da eine Kohle öffnen? So kriege ich sie nicht. Schublade, öffnen wir den mal. Warum ist hier aber eine Außenseite des Schreibtisches? Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja, hier hatte ich ihn hingelegt. Okay, haben wir den Schlüssel zur Teamtoilette schon mal. Was zum Geil soll das denn da stehen? Prismencomputer, ah. Der spart uns 30 Mitarbeiter. Ich trenne Fanpost und Hate-Mails. Der Mülleimer, ist klar. Eine Beefbombe von Campino. Endlich wieder Beef. Was? Woher weißt du das? Was? Thomas Gottschalk auch? Du Schmierölklumpen. Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. Erst ist Star Wars Anspielung und dann haben wir noch eine hier auf einen gewissen,
Wie ist dieser Typ nochmal mit diesen langen, hässlichen Rasterhaaren? Ich kann mir den Namen immer nicht merken, der ist so ungeil. Überall diese verdammten Longboards. Longboards sind Wrongboards. Nimm's mit. Du weißt, du wirst auf die helle Seite des Longboards. Jetzt nicht. Außerdem habe ich keinen Führerschein. Ehrlich. Den habe ich vor dem Müllcontainer gerettet. Sparte for life. Leider keine Lust. Eine Beefbombe von Campino. Ah, 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Klar, warum nicht? Mit Gewehren geladen. 25.000 Stück Laugengebäck. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Halt die Klappe, Jan! Meine Fresse. So, was haben wir denn hier? Noch ein Durchgang. Mehr Poster. Ein Plakat vom Satanstrianglisten, meinem ersten Film. Und ein Wegweiser. Ein Plakat von Zirkus Halligalli zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Ja, beim Neo Magazin. Okay. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau für ein Filmteam inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1.000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ob man das bei der Steuererklärung... Hoffentlich hat Photoshop Philipp nicht wieder was im Kopierer vergessen. Achso. Rechts kann ich nicht weiter. Ich habe hier wohl irgendwie sonst nichts weiter. Das Pipi kann ich nicht mitnehmen. Gehen wir einfach mal durch den Durchgang. Die Bastel Brothers. Was haben wir denn hier schon? Ein Trichter, den nehmen wir mit. Eine Mikrowelle, nehmen wir mit. Och, nie hat man Popcorn dabei. Der Thermomix des kleinen Mannes. Ein Schraubstock. Die Kurbel fehlt. Den haben die Bastel Brothers vom Schraubstock-Festival. Leider fehlt die Kurbel. Da passt er nicht rein. Noch. Das sind die Bastel Brothers, Marcel Magic und Simon Spectacular. Die benutzen lieber, als dass sie benutzt werden. Hi, Bastel Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal, habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Wie war nochmal? Unser Glump ist ein Geheimrezept. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in den Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln, zack, fertig. Tschüss. Gut, dass dir auch so allen was einfällt. Luftballons. Nein, danke. Ja. Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Ich bezweifle es. Say what? Ich arbeite zwar... Das kann ich nicht aufschließen. Man nimmt einen Schlüssel in eine Dose geöffnet, du Nopf. The fuck? Gut, da mir jetzt im Moment nichts weiter einfällt, was ich tun könnte. Das ist aber in Adventures normalerweise so, dass ich relativ unkreativ bin. Da unten scheint auch nichts weiter zu sein. Gehen wir mal in die Toiletten. Ganz schön dunkel hier. Was riecht denn hier so?
die Dinge. Da leuchtet er. Ach du je. Das sieht ja aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Körperflüssigkeit. Fernsehen. Außen pfui, innen pfui. Oh, was? Ach, das ist der Lichtschalter, den Pümpel. Oh, den nehmen wir mit. Ein Pümpel. Grimme-Preise. Unser Grimme-Preis. Naja, den haben Klausi und Joachim auch. So geil kann der also wohl auch nicht sein. Ein schöner Klorollenhalter. Der deutsche Fernsehpreis. Auf nimmer Wiedersehen, du Buttplug der Medienwelt. Lieber nicht, wer weiß, wo der schon war. Ich lass ihn lieber hier. Bäh! Das ist sicher voller Bakterien. Wie das Gästeklo bei Frauentausch. Hm, kaputt. Die Bastel Brothers lassen es ein bisschen schleifen hier. Habe ich eigentlich Geheimratsecken? Nee. Wozu sollte man in der Medienbranche einen Spiegel dabei haben? Das weiß ich nicht. Festivaltoiletten sind dagegen Wellness. Das ist sicher voll, aber wie der Badeteich im Dschungelcamp. Klostein. Zitrus, oder? Ein Klostein. Zitrusaroma. Ein paar Gummihandschuhe. Nehmen wir doch mal die Gummihandschuhe, um was aus der Toilette zu fischen. Wie iPhones oder Klosteine. Schön, verdampfen sie einfach. So wird man überflüssiges Inventarzeug los. Schöne Idee. Das ist sicher voller Back. Wie ein Hipster. Ob William hier war? Jemand hat Williams Telefonnummer hier hingeschmiert. William, die alte Fickmaschine, ist wirklich unersättlich. Nein, danke. Schön. Also, Jan, wenn du es ein bisschen weiter treibst, dann könntest du so ganz knapp in die Nähe von Gordon Ramsay kommen. Ein Wandschrank. Hoffentlich ist da keine Band drin. Die Tür klemmt. Ich habe keine Kreditkarten mehr. Was mache ich jetzt? Ein Pömpel. Die Tür klemmt. Richtig, aber am Stück bekomme ich den Klostein nicht rein. Wieso bekomme ich jetzt einen Klostein? Ich habe keinen Hammer. Cola ist mein Schmus. Die Tür klemmt. Eine Beefbombe von Campi. Können wir. Gib mir erstmal so einen Briefträger. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Steuerprüfer, Bitch. Ja, ich bin hier, um Ihre Steuer zu prüfen. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Warum haben Sie eine Maske? Moment, ich muss mal kurz was auf dem Desktop machen. Nicht wundern, wenn jetzt irgendwie kurz was stoppt. So, was haben wir denn hier? Das ist der Partyraum. Da waren wohl die Bastel Brothers drin und sind dann rausgekommen und dann woanders lang gelaufen. Bass, Gitarre? Ich kann Gitarre und Bass nie auseinanderhalten. Ach, das gibt wieder nur Ärger. Ich finde ja AJ am süßesten. Das bleibt schön hier. Oh, guck mal. Aber Chabos wissen, wer der Bobo ist. Ein Kühlschrank. Sieht ziemlich klein aus. Und was haben wir da? Prosecco, jawoll. Eine Flasche wird sicher keiner bemerken. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Hm.
Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich habe hier eine Quittung über... Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Du bist langweilig. Zwei Wumbo-Figuren. Zwei Wumbos? Humbug, die wären billiger. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Die XXL-Dose Glatzenpolitur für William? Das kann ich mir nicht vorstellen, leider nein. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Manchmal funktioniert es mit dem Geklick hier nicht so ganz. Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangsterrapper und will meinen guten Ruf nicht ruinieren. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfungen, ne? Muss das aus... Wer sind... Ich bin Steuer... Ja, ich bin hier, um Ihre Steuer zu prüfen. Ach, ist egal. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine ja. Auf ein neues... Eduardo, lass mal die Finger... Jetzt gehen wir erst einmal... Ich habe hier eine... Blablabla. 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, Sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? Das Jahresgehalt für die Autoren? Ja, lüg nicht, Sie Opfermann. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Okay, das ist also so ein Dingens auslösen und immer die entsprechende richtige Antwort geben. Auf ein neues. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal Ihre Belege durch. Ich habe hier eine... 25... Ja, geht ja, doch. Ja. Nächste... Hier sehe... Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Oh Gott. Die Klump-Lieferung mit dem Fehldruck? Armonakium auf keinen Fall. Zieh Leine und komm erst... keine Ahnung. Wem sein Schlag... Ach so, Felix seins. Sein anderes Drumset steht bei Sarah Connor. Ich hab's auf Fizz umgestimmt. Das wird ein Spaß. Vergammelte Burger. Nein. Mal mit. Was? Warum nicht? Igitt, den kriegt der Praktikant. Oh Gott. Alle haben Apple. Nur der Partyraum hat noch Windows. Oh Gott, ich muss hier raus. Müssen wir noch mal stupfer. Da komme ich nicht ran. Ja, kletter. Eine Abmahnung. Eine Abmahnung von Martin Kurzer hat mich schlappe 906,50 Euro gekostet. Oh, ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Okay, lösen wir den Herrn nochmal aus. Jetzt kann er sich warm anziehen. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen... Ich habe hier eine... 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch! Nächste Frage, Ast. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Ich habe keine Ahnung. Eventuell um... Eine Urheberrechtsverletzung? Hm. That's right, Bro. Okay, Digga. Dann passt das ja so. Aber wenn Sie uns nur einmal bescheißen, dann zieh ich Sie Otto persönlich an Ihrer zu langen Nase über den shiny Floor. Peace out, Herr Bonermann. Yeah! Okay, dann machen wir eine Zutat mehr. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten fehlen. Cola fehlt noch. Alkohol fehlt noch. Zitrusaroma fehlt noch. Alpakaschweiß fehlt noch. Ein Drumstick, Edelstahl. Nehmen wir mit. Wollen wir mal alles schließen, ne? Nicht, dass die Wärme verloren geht.
Federbohr. Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Gut. Da muss ich das nochmal bei einer anderen Gelegenheit machen. Ist ja interessant, das Spiel. Gut, 40 Minuten drin und ich habe schon jede Menge Scheiße zusammengesammelt. Ich will jetzt nochmal eben kurz zu dem Buzzle Brother. Ich habe den Edelstahl-Gedingse. Kann ich dafür den Schraubelstock benutzen? Ich kann mich wieder durch die Türen kommen. Passt, jetzt geht das Teil wieder. Jawoll. Kann ich jetzt das Ding... Das will ich nicht auspressen. Ach so. Den bekomme ich dann. Ein flaches Gefäß. Das wäre was. Flaches Gefäß habe ich nicht. Egal, dann machen wir beim nächsten Mal weiter von, Game Royale. Oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Verdammt. Bis dann, Winke.